Nun ist wirklich passiert, was keiner sich wirklich vorstellen konnte und wollte. Es gibt wieder Krieg in Europa. Die Situation ist brandgefährlich und kein Mensch weiß, wo das noch hinführt. Warum gibt es so etwas Zerstörerisches und Verrücktes wie Krieg? Und wohin führen diese Kriege? Die Bibel gibt uns darauf Antworten, die wir kennen und verstehen müssen. Diese Antworten möchte ich mir heute mit euch anschauen. Gut, dass ihr dabei seid. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte unzähliger Kriege. Aber wann und wo gab es eigentlich den ersten Krieg? Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, gibt uns die Antwort dazu. Dort lesen wir: Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dieser Krieg begann dort, wo es keiner vermutet hätte, nämlich im Himmel. Auf der einen Seite kämpften Michael und seine Engel, auf der anderen Seite Satan und seine Engel. Der Ausgang dieses Krieges ist klar. Satan und seine Engel wurden besiegt, aus dem Himmel verbannt und auf die Erde geworfen. Was hat diesen Krieg damals ausgelöst? Die Bibel erzählt, dass Luzifer, der einst der höchste Engel am Thron Gottes war, mit seiner Position nicht mehr zufrieden war. Er wollte mehr. In Jesaja lesen wir: Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens. Du wurdest jäh auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Denn du dachtest bei dir: Ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Schaut euch an, was er wollte. Ich will hoch hinaus. Ich will herrschen. Ich will sein wie Gott. Dabei wollte er gar nicht genauso sein wie Gott. Er wollte nicht so liebevoll, barmherzig, gütig, gerecht sein wie Gott. Er wollte nur so mächtig sein wie Gott. Stell dir vor, Gott wäre nur mächtig, aber nicht liebevoll. Das wäre ein Albtraum. Wie gut, dass Gott anders ist. Aber in Luzifers Herzen gewannen Egoismus und Herrschsucht die Oberhand. Wir haben gerade gelesen, dass Satan mit dieser Rebellion auf die Erde geworfen wurde. Warum ausgerechnet auf die Erde? Was können wir dafür, dass es diesen Kampf im Himmel gab? Wurde die Erde zum Endlager für den Problemmüll des Himmels? Schauen wir uns an, was damals passiert war. Die Bibel erzählt, dass Gott am Anfang eine perfekte Welt schuf. Es gab kein Leid, keine Kriege, keinen Tod. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, das heißt, er legte seinen Charakter der Liebe in ihre Herzen. Sie waren selbstlos, friedliebend, freundlich, mitfühlend, geduldig, gütig und gerecht. Sie hatten all die Eigenschaften im Herzen, die die Bibel als gut beschreibt. Aber dann schaffte dieser gefallene Engel es, die ersten Menschen in seine Rebellion gegen Gott hineinzuziehen. Deshalb und nur deshalb konnte er auf diese Erde geworfen werden. Und seitdem ist alles anders. Im Herzen der Menschen veränderte sich etwas grundlegend. Kannten sie vorher nur Harmonie, spürten sie nun die Entfremdung von Gott. Sie fühlten Scham und Schuld. Die guten Eigenschaften waren nicht plötzlich weg, aber daneben entstanden ganz neue Eigenschaften. Die Menschen wurden egoistisch, herrschsüchtig, eifersüchtig, neidisch, kalt und ungerecht. Seitdem wurde jeder Mensch mit einem geteilten Herzen geboren. Das auf der einen Seite Gottes Bild mit den guten Eigenschaften, auf der anderen Seite sind aber auch diese bösen Eigenschaften. Jesus beschrieb das so: Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das sind genau die Eigenschaften, die letztlich zu Kriegen führen. Der erste Krieg ließ nicht lange auf sich warten. Schon im 4. Kapitel der Bibel lesen wir davon, dass Kain seinen Bruder Abel tötete, aus lauter Neid und Eifersucht. Und das ist wichtig zu verstehen. Kriege beginnen nicht erst, wenn scharf geschossen wird. Sie beginnen im Herzen. Da sind Menschen an der Macht, die mit ihrer Macht und ihrem Reichtum nicht zufrieden sind. Sie können nicht genug bekommen. Ihr Machthunger ist so groß, dass sie die Freiheit und das Leben anderer Menschen nicht mehr achten. Gewalt ist für sie ein legitimes Mittel, um ihre Ziele zu erreichen. Die Saat für Kriege wird also dort gesät, wo man anderen Menschen die Würde nimmt, wo man schlecht über sie denkt, wo man sie verunglimpft, sie mobbt, sie ausgrenzt. Dort, wo man Unwahrheiten oder auch nur Halbwahrheiten über sie erzählt. Dort, wo man unversöhnlich ist. Dort, wo man ihnen Böses wünscht und sie beschimpft. Jesus hat es in der Bergpredigt sehr deutlich gemacht. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Warum drückt Jesus das so krass aus? Ganz einfach, weil so ein Verhalten die Saat für Kriege ist. Wenn Menschen, die so denken und handeln, auch noch über die militärische Macht verfügen, wird es brandgefährlich, weil sie zu Krieg greifen, wenn es ihren Zielen dient. Und vielleicht entsteht daraus eine Gewaltspirale, die durch Hass,
Vergeltung und Stolz nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Und wie ist es mit den Kriegen in unserer heutigen Zeit? Sagt die Bibel etwas darüber? Ja, das tut sie. Als Jesus über die Endzeit sprach, sagte er, überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Jesus zeichnet ein sehr ernstes Bild. Kriege werden zunehmen und er sagt auch warum. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Die Kriege werden zunehmen, weil es immer mehr Menschen geben wird, in deren Herzen die Liebe stirbt. Ihre Herzen werden so kalt, dass auch die letzten guten Eigenschaften verschwinden werden. Sie empfinden kein Mitgefühl mehr und greifen zu jedem Mittel, um ihre egoistischen Ziele zu erreichen. Dass dabei unschuldige Menschen leiden und sterben müssen, ist ihnen egal. Das ist ein ziemlich düsteres, aber realistisches Bild unserer Zeit. Die Bibel sagt nicht, dass die Menschheit eines Tages die Probleme auf dieser Welt in den Griff bekommen und alle Kriege beenden wird. Dafür müssten die Menschen ihren Egoismus verlieren und die Mächtigen sich selbstlos nur noch für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen. Das wird leider nicht passieren. Unsere Welt wird die Kurve nicht mehr kriegen, aber dafür wird Gott eingreifen und Gerechtigkeit schaffen. Es heißt, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Die Bibel sagt, dass es bis zur Wiederkunft Jesu viele Menschen auf der Erde geben wird. Die Menschheit wird also nicht in einem globalen Atomkrieg ausgelöscht werden. Jesus kommt und setzt den Schlusspunkt, aber nur um etwas ganz Neues zu beginnen. Das ist die Hoffnung, die Jesus uns anbietet. Darauf steuert unsere Welt zu. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt und was dann alles passieren wird, schau dir unsere Serie über die Wiederkunft Jesu an. Ich verlinke sie dir am Ende des Videos. Und was sollen wir bis dahin machen? Den Kopf in den Sand stecken und warten, bis alles vorüber ist? Nein, ganz sicher nicht. Jesus sagte, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Und in den Psalmen heißt es, wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Die Bibel ist voll von Aussagen, die uns dazu auffordern, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Aber wie kann das gelingen? Schauen wir uns nochmal unser Herz an. Wir können das Böse in uns nicht besiegen. Wir haben keine Chance. Aber Gott bietet uns durch Jesus an, unsere Schuld zu vergeben und unser Herz zu verändern. Schon im Alten Testament lesen wir, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Wir müssen nicht zulassen, dass die Liebe in uns erkaltet. Wenn wir darauf schauen, wie sehr Gott uns liebt, dann wächst diese Liebe auch in uns. Und wenn wir die Vergebung durch Jesus Christus annehmen, dann werden wir auch frei, anderen Menschen zu vergeben. Und wenn wir verstehen, wie sehr Gott nicht nur uns, sondern auch andere Menschen liebt, dann werden wir auch diesen Menschen mit Liebe begegnen. Das alles können wir nicht selbst schaffen. Aber wenn wir persönlich annehmen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und den Hass und den Tod damit besiegt hat, dann beginnt für uns etwas ganz Neues. Dann verändert Gott unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Motive und er erfüllt uns mit seiner Liebe. Paulus schrieb das im Römerbrief so. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn der Heilige Geist unser Herzen mit Gottes Liebe erfüllt, dann gestaltet er auch all die guten Eigenschaften, die zum Frieden führen. Paulus erklärte das so. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir leben in einer ernsten Zeit, aber das ist kein Grund, voller Angst zu resignieren. Wir dürfen zu den Menschen gehören, in deren Herzen Gottes Liebe brennt. Wir dürfen zu Friedensstiftern werden, die sich überall für Frieden einsetzen. Und wir dürfen uns für die Menschen einsetzen, die unbeschreibliches Leid erleben. Möchtest du so ein Mensch sein? Dann nimm dir am besten jetzt Zeit und sag Gott das. Und dann sei offen, dich von ihm verändern und gebrauchen zu lassen.